Beim 11. Ostercup im Sportforum Hohenschönhausen dreht sich 2018 alles um Handball. 80 begeisterte Teams sind auch dieses Jahr wieder dabei. Das Ziel der Veranstaltung ist es, ein spannendes, internationales Turnier zu bieten, bei dem der Spaß nicht zu knapp kommt. In verschiedenen Altersklassen treten die Teams, welche aus ganz Europa stammen, gegeneinander an. Für die Angereisten ist in der deutschen Hauptstadt zu spielen natürlich ein ganz besonderes Erlebnis. Mir gefällt es, dass es bei diesem Turnier nicht so viele Teams gibt. Bei anderen Turnieren treten bis zu 200 Mannschaften an. Wenn das Turnier kleiner ist, macht es mehr Spaß. Am finalen Spieltag des Turniers liegt trotz der gelassenen Stimmung Spannung in der Luft. Bei den jungen U15 bis U19 gehen Schweden, Dänemark und die Schweiz als Sieger vom Platz. Die Stimmung in der Halle ist ausgelassen, es wird gejubelt und angefeuert. Österreicher und Schwedinnen machen bei den Mädchen das Rennen. Sie dürfen sich auf die Siegerehrung freuen. Also wir hatten natürlich unseren Spaß, wollten aber auch gewinnen und zeigen, was wir können und wollten halt unseren Verein so gut wie möglich präsentieren. Und bei den Spielen der Damen und Herren, ja, da steigt die Spannung jetzt an. Die Blicke fallen auf die entscheidenden Spiele. Die Frauen vom niederländischen SC Twist behaupten sich gegen die Frauen des ebenfalls niederländischen Neverlands HV Wido. Es war toll, hier in Berlin sein zu dürfen, da wir hier noch nie gewesen sind. Auch klasse war, dass das Turnier während der Osterzeit stattfand. Besonders freuen dürfen sich die Berliner All-Stars. Sie erringen gegen die Schweizer vom HC Bühlen einen deutlichen Sieg mit 17:8. Bei der Siegerehrung ist die Freude groß. Die Gewinner werden gekürt, der Erhalt der Pokale wird zelebriert. Dies soll jedoch nicht vom eigentlichen Charakter der Veranstaltung ablenken. Spaß, wobei Spaß ist immer so ein bisschen ein Problem für mich, weil sich das so verbindet mit, wir spielen einfach mal so. Also es soll schon ernsthafter Sport sein. Wir legen auch großen Wert, dass wir gute Schiedsrichter haben, die dieses Turnier hier nutzen als Coaching-Maßnahme, insbesondere für junge Schiedsrichter. Also wir wollen das sportliche Niveau schon nicht versinken lassen, nur im Spaß.